Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Infected hier auf Dalbert TV. So, ich bin jetzt gerade am gucken, dass ich die letzten Beete hier noch bestücke. Ich habe unserem lieben Mike mitgeteilt, dass er doch bitte sich hier um die Beete auch kümmern soll, dass wir das Wasserhaus nicht permanent laufen lassen müssen. Und dann sollte das hier drinnen laufen. Wir haben ja schon festgestellt, dass die Zwiebel hier wächst. Also dementsprechend sollte auch alles andere wachsen. Da ist er auch schon fleißig am Gießen und da sehen wir auch schon die Sprösslinge. Sehr schön. Das funktioniert. So, ja, aufgrund meiner derzeitigen Situation sind ja jetzt hier einige Tage keine Folgen gelaufen. Ich habe mir. Ach, Hä? Ach, der Sägetisch hier macht den Krach. Ich habe mir extra die letzte Folge nochmal angeschaut, damit ich auch ungefähr weiß, wo die Reise hier hingeht. Dementsprechend bin ich da auch wieder mit euch auf Stand, dass wir hier quasi nahtlos weitermachen können. Was mir aber aufgefallen ist, es gab ein paar Updates und da ging es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um das Thema Leitern. Jetzt wollen wir mal gucken, wo die sind. Die hätte ich nämlich ganz gerne. Ach hier. Schafladder und Buddenladder. Und eine flache Rampe. Okay, das ist natürlich auch nochmal interessant. Gucken wir uns mal die Leiter an. Kann ich die jetzt einfach an Fundamente muss ich die ran switchen? Oder wie sehe ich das jetzt hier? So. Aber die geht ja viel höher als das Fundament. Aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Jetzt will ich mal eben gucken. Okay. Gut, aber dafür ist es ja nicht gemacht. Wenn, dann wäre es ja dafür gemacht, dass ich hier hochkomme. So, da sehe ich jetzt mit der Wand, passt es ganz genau. Scheint immer mittig zu snappen. Bin ich jetzt gerade am Überlegen, ob man nicht hier sogar noch eine kleine Veränderung vornehmen kann, dass ich hier besser hochkomme. Weil das, was wir hier haben, ist ja aktuell ein bisschen Krampf. Pass auf, wir machen es jetzt erstmal hell, dann sehen wir hier auch was. Und dann können wir hier vernünftig arbeiten. 7 Uhr müsste reichen. Machen wir die Energie gerade noch voll. Passt. Trinken wir noch einen Schluck. Trinken und dann holen wir uns noch ein bisschen Fleisch. Hängen noch mal eins auf. Und ich glaube, Gemüse, wenn ich noch was habe, dann liegt es hier drin. Eine Melone. Na herrlich. Ja gut, komm, egal. Dann hauen wir uns die jetzt rein. Dass wir da wenigstens etwas im Magen haben. Hat auch gereicht, um die 100 wiederherzustellen. Sehr gut. Was macht er da jetzt? Nix. Okay. So. Hier drin wächst alles. Können wir also erstmal außer Acht lassen. Gudi. Jetzt ist es draußen auch wieder hell. Mal gucken. Hier haben wir letztes Mal hier alles eingerissen. Das ist aber scheinbar wieder. Ach nee, da oben sind noch die Löcher drin. Da muss ich mich auch noch mit auseinandersetzen. Dann lasst uns erstmal eben die Dinger aktivieren. Die Bäume sind alle wieder nachgespawnt. Beschwere ich mich auch nicht drüber. Die Geschichte hier war es. Oha, da geht es nämlich gleich schon wieder los. Gut, dann müssen wir erstmal hier den Zaun wieder aufstellen. Sonst kriege ich hier Probleme. Platzierbares, nee, Konstruktion, sonstiges, Stacheldrahtzaun. Den dazwischen setzen und dann nochmal gucken, was wir dafür brauchen. Drei Eisenbarren, die müsste ich haben. Ups. So, dann holen wir uns eben nochmal die drei Eisenbarren hier raus. Setzen die da dran. Und dann muss ich den Zaun nochmal neu setzen. Weil der ist ja völlig schief gelaufen hier. So. Und so. Also, da wollen wir auf jeden Fall rein. Wieso passt das nicht? Doch, passt. Gut. Dann lassen wir das und ich versuche das dann so hinzukriegen, dass die Jungs eher hierher kommen und mir nicht da hinten wieder alles einreißen. Wie sieht es mit meinen Waffen aus? Da sieht es mir ein bisschen nach. Ich muss kurz einmal mich hier neu orientieren, damit wir das auch alles sauber haben. Da ist der Speer, das passt auch. Da ich aktuell aber nichts aktiviert habe, hier oben was brennt, läuft der Zähler eh nicht großartig weiter. Reparieren könnte ich dich. So, dann haben wir das. Dann gucken wir mal schnell, was wir hier barrentechnisch können wir eigentlich
Kupfer, Blei, Kobalt. Mal sehen, was wir hier haben. Nichts. Hier wäre Kobalt drin, zwei Stück. Die kann ich mir schon mal mitnehmen. Und hier ist das. Achso, und dann noch eine Sache. Ich habe gesehen, dass der Biosprit jetzt höher stacken soll. Da bin ich ja mal gespannt. Haben wir hier noch irgendwo welchen? Fünf. Ja, tatsächlich. Also das funktioniert. Der stackt jetzt wesentlich höher. Was ja eigentlich ganz cool ist. Hier geht auch noch einer rein. Die laufen auch alle noch. Sehr schön. Perfekt. Gut. So, dann lasst uns mal hier schauen. Da haben wir schon ein bisschen was drin. Dann schmeißen wir es auch einmal an. Und hier habe ich auch noch einiges drin. Aus wie viel Eisen habe ich denn da schon wieder zurechtgesammelt, Leute? Das ist ja ordentlich was. So, passt. Okay, dann haben wir also Moment, Schrauben und Nägel kann ich hier noch einsortieren. Brauche ich auch nicht mit mir rumschleppen den ganzen Tag. Gut, das passt soweit. Was haben wir noch auf dem Programm? Wir haben zum einen, map-technisch haben wir ja alles erkundet. Da hat sich jetzt auch nicht mehr so viel getan. Ich weiß, dass hier vorne der LKW ist. Um den zu machen, brauchen wir natürlich allerhand Material. Einige Barren, einige Stahlbarren, die scheine ich tatsächlich zu haben. Mechanische Teile, Plastik, das war, glaube ich, noch so eine Sache. Da müssten wir dann nochmal gucken. Macht aber jetzt keinen Sinn, da müssen wir eh den nächsten Angriff abwarten. Dann habe ich da vorne noch Solarzellen hingebaut. Brauchten wir die schon? Kurz mal gucken, wir haben eine Kapazität von 3K. Es gehen 200 rein und aktuell geht nichts raus. Warum geht nichts raus? Weil alles aus ist. Jetzt gehen 275 raus. Ah ja, genau, die Kiste hier. Die lief. Und er hier müsste eigentlich auch laufen. Tut er auch. Da ist auch schon ein bisschen Öl drin. Und das Wasserhaus haben wir, glaube ich, abgeschaltet. Das brauchen wir aktuell ja nicht. Das kann ich immer nach Bedarf wieder einschalten. So, und dann haben wir hier natürlich noch unsere Tiere. Da sind jetzt die Hühner drin, und zwar Männchen, Weibchen, Weibchen. Die sollten uns irgendwelche Eier produzieren, und wir haben aktuell eine männliche Ziege. Dann wäre jetzt mein aktueller Gedanke, mal zu gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Betäubungsfeinde zusammenbauen. Habe ich sogar noch vier Stück. Und dass wir dann mal gucken, dass wir uns noch eine weibliche Ziege irgendwo besorgen. Hatte ich nicht eine Armbrust? Oder ging die nicht mit der Armbrust? Muss ich mal kurz gucken. Wenn wir hier reinschauen. Bolzen. Nee, betäuben geht tatsächlich nur mit den Pfeilen. Alles klar. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo eine Ziege auftreiben können. Haben wir noch was zu essen? Das gönne ich mir. Das sollte unsere Werte wieder auf Vordermann bringen. Genau. Und da ist noch was zu essen. Gönnen wir uns natürlich auch. Und damit sollten wir zumindest in der Lage sein, hier wieder ordentlich rumzurennen. Ein Hühnchen bräuchten wir jetzt eigentlich nicht. Eine Ziege wäre halt noch interessant, ne? Da rennt's. Nee, komm, das lassen wir bleiben. Brauche eine weibliche Ziege. Schauen wir mal, ob wir irgendwo eine finden hier. Hier höre ich jetzt nichts. Laufen wir mal in die Richtung. Ja, als ich das alles noch nicht gebaut habe, ne, da liefen die hier im Minutentakt um, die Viecher. Jetzt, wo ich alles aufgebaut habe und sie haben will, kommt nichts. Wäre wieder typisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir schon nach Tieren suchen. Aber da hinten ist einer. Keine Ahnung, ob du ein Männchen oder ein Weibchen bist, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Genau in dem Moment den Kopf runtergemacht. Ach ja, die greifen mich ja an, ne? Kann ich sehen, was du bist?
Nee. Ach ja, die Geschichte. Nee, pass auf, wir nehmen diese Fläche hier, die ist nämlich relativ frei. So. Und jetzt müsste hier irgendwo die Straße sein, genau. Richtung Felsen. So, dann laufen wir eben nochmal rüber, holen die Karre. Ist aber echt ärgerlich, dass man bei den Ziegen immer erst, wenn sie in der Scheune drin sind, sieht, welches Geschlecht die eigentlich haben. Das heißt, ich muss die jetzt einmal da hochkarren, in die Scheune reinpacken und dann gucken, was wir da rausbekommen. Ah, jetzt war ich schon wieder mit dem Laufen übertrieben. Ja, für die Leute, die vielleicht bei Fountain of Youth nicht reingeschaut haben, vielleicht auch nochmal die Info. Na, also ich bin im Moment, schaffe ich es zeitlich nicht, mehr als eine Folge pro Tag zu machen. Die letzten Wochen war es halt so, weil der Sohnemann halt unterwegs ist, dass ich, wo ist die Karre? Da ist er. Oh, da ist Holz drin. Dass ich halt versucht habe, eine Menge vorzuproduzieren und dementsprechend war da eben auch nicht die Zeit, jetzt direkt 3 oder 4 Folgen vorzuproduzieren, zumindest pro Tag. Und deswegen hatte ich mich dann dazu entschieden, erstmal wieder auf eine Folge pro Tag runterzugehen. Und ja, ich habe dann hin und her überlegt, ob ich dann jeden Tag abwechselnd irgendwas mache. Dann habe ich aber relativ schnell mitgekriegt von den Aufnahmesessions her, dass ich es halt auch nicht schaffe, ja, jeden Tag eine gewisse Sache zu produzieren, sondern das lief dann eher so, dass ich dann einen Tag mal 4, 5 Folgen am Stück aufgenommen habe. Und da finde ich das dann irgendwie blöd vom Gefühl her. Wenn ich dann 2 Folgen Fountain of Youth aufnehme, dann lockst du dich da wieder aus, dann machst du 2 Folgen Infected und so weiter. Deswegen habe ich mich da jetzt dazu entschieden, erstmal nur eine Serie bzw. eine Staffel weiterlaufen zu lassen. Fountain of Youth müsste, wenn nicht schiefgelaufen ist, gestern ausgelaufen sein. Dementsprechend geht es jetzt hier mit The Infected weiter. Und da werden wir jetzt auch den restlichen Content, den wir hier noch zur Verfügung haben, ausspielen. Ich werde jetzt hier keine riesen Bauaktion oder sowas machen, aber das kennt ihr von mir auch nicht anders. Und ja, danach werde ich dann schauen. Space Engineers, das hatte ich jetzt bei der letzten Folge von Fountain of Youth schon angekündigt, werde ich jetzt im Moment noch nicht weiterspielen, weil da ist halt das Problem, da mache ich da irgendwie so einen großen Raid auf so eine Base, die ich mir da ja in der Mod reingeholt habe. Und dann kriege ich den Anruf, dass ich meiner Frau ins Krankenhaus muss oder was auch immer. Und ja, dann hängt. Oh nein! Das wird sowas von mein Ende sein, glaube ich. Wie viele seid ihr? Die werden mich sowas von töten. Es sind einfach zu viele. Ich bin schon tot. Oh Mann. Aber gut, damit müssten die ja jetzt weg sein. Theoretisch. Ah, da bin ich hier gerade fleißig am Erzählen und dann sowas, ey. Naja, gut, ist wie es ist. Genau, also da ist ja die Situation, dass meine Frau mich halt jederzeit anrufen kann. Und wir dann losdüsen müssen. Der kleine Mann hatte seinen Termin am 23. Ich nehme das Ganze heute am 25. auf. Also er hat jetzt schon wieder Verspätung von 2 Tagen. Und wer damit schon mal die Erfahrung machen durfte, dann geht das halt los mit regelmäßigen Arztbesuchen. Frauenarzt, Krankenhaus, immer im Wechsel. Jeden Tag wird geguckt, ist das Fruchtwasser in Ordnung? Ist die Versorgung in Ordnung? Und so weiter und so fort. Ist auch richtig und ist auch gut so. Aber da ich im Moment meine Frau auch ungern mit dem Auto durch die Gegend fahren lasse, dass sie meinen anderen Sohn irgendwie zur Schule fährt oder was auch immer, weil das kann ja halt jeden Moment losgehen, ist es so, dass ich im Prinzip gerade diese kompletten Sachen übernehme. Das heißt, Sohnemann zur Schule fahren, abholen, ihn zum Sportverein bringen und so weiter. Und das heißt, ich habe nicht so wie sonst meinen, ich nenne es jetzt mal regulären Alltag, wo ich dann einige Stunden im Büro verbringe am Stück. Und dann halt selber entscheide, was ich dann arbeitstechnisch so mache, ob ich jetzt hier Aufnahmen mache oder irgendwas anderes. Sondern ja, ich bin dann mal 2 Stunden im Büro, dann muss ich wieder irgendjemanden hin und her fahren und dann muss ich auch noch einkaufen, dann haben wir wieder den Arzttermin und ja, ist halt alles ein bisschen chaotisch. Dementsprechend halt die Entscheidung aktuell nur eine Folge und die ersten 1, 2 Wochen, wenn der Sohnemann denn da ist, werde ich auch definitiv nicht vollständig wieder im Büro unterwegs sein. Das heißt also, ich werde auch da stark reduzieren. Wo ist denn jetzt meine Ziege hin? Und dementsprechend wird dann auch nur eine Folge weiterlaufen. Aktuell ist das dann infected. Und
Sobald wir hier mit dem Content dann soweit durch sind, dann werde ich mir noch was Neues überlegen. Ich habe so ein, zwei Spiele im Hinterkopf. Wie gesagt, Space Engineers ist halt erstmal auf Eis, weil das ist mir zu chaotisch, da dann nach einer Stunde wieder abbrechen zu müssen. Da will ich schon ein paar Stunden am Stück machen. Da hinten sind es ja noch die Viecher, ne? Die sind einfach ein bisschen weiter gewandert. Und genau da muss auch irgendwo meine Ziege sein. Einen einzigen habe ich getötet von denen. Hier irgendwo muss Mrs. Da liegt Mrs. Ziege. Hoffentlich Mrs. Ziege. Genau, ansonsten Spiele, die ich jetzt aktuell noch im Hinterkopf habe. Wie gesagt, für die, die jetzt bei Fountain of Youth nicht dabei waren. Alpha 21, glaube ich, von 7 Days to Die steht an. Das wäre halt ein Projekt, was ich zwischendurch anstarten kann. Das ist auch ein Spiel, was ich schon öfter gespielt habe. Wenn ich da nach einer Stunde abbrechen muss, ist das kein großes Problem für mich. Das wäre eine Sache. Dann Occupy Mars ist auch noch so ein Projekt, was auf jeden Fall noch auf meiner Liste draufsteht. Das hatte ich ja schon in der Demo-Version gespielt und da hat sich jetzt auch einiges getan, so wie ich das gesehen habe. Da will ich auf jeden Fall noch mal reingucken und das ist auch ein relativ entspanntes Spiel, wo ich halt auch jederzeit aussteigen kann. Und ein Management-Spiel habe ich mir auch noch angeschaut, was ich auf jeden Fall ganz gerne noch mit aufnehmen möchte. Und zwar geht es da um, ich glaube, Traveler's Rest heißt es. Das ist so ein Spiel, wo man so eine Kneipe führt, was super, super komplex ist. In einer relativ einfachen Grafik. Nein! Warum habe ich dich denn jetzt da draufgelegt? Das wollte ich doch überhaupt nicht. Kann ich dich da nicht wieder runterholen? Ich will dich doch da reinpacken. Ich will dich nicht schlachten. Nein! Gibt es echt keine Möglichkeit mehr, den da jetzt runterzuholen? Also E geht nicht. F auch nicht. Ja, wenn ich jetzt die Axt in die Hand nehme und E drücke, dann schlachte ich es ja. Das will ich ja nicht. Ne, keine Chance. Dann werde ich jetzt nie erfahren, was du für ein Tier warst. Das ist nur ein bisschen ärgerlich. So, nehmen wir das mit nach vorne, aber gut, so ist es halt. Wenn man die ganze Zeit quatscht und nicht nachdenkt, was man tut, dann verkriegt man sich halt sehr, sehr schnell. So, dann hängen wir die eben auf. Fällt mir gerade auf, ich hatte doch einen Kühlschrank, oder? Ist auch schon ein bisschen was drin. Und der ist sogar an. Oh nein, das hätte ich nicht tun sollen. Jetzt habe ich irgendeine Krankheit, ne? Ah, Mist. Das vergesse ich auch bei jedem Spiel immer und immer wieder. Egal, wir gehen weiter auf die Suche nach Ziegen. Wobei unser Dingswert jetzt auch schon wieder so weit ist. Ich höre eine Ziege. Hier ist nur ein Schaf. Ja, noch ein Wildschwein brauche ich jetzt auch nicht zerlegen. Ich nehme das Ding mal eben mit am Fluss. Und dann achten wir mal auf den Lichtwert und dann geht es da auch gleich weiter. Ja. Aber wie gesagt, keine Panik. So ein paar Folgen von dem Spiel hier werden auf jeden Fall noch kommen. Das mit den Tieren will ich auf jeden Fall ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, ob man da dann nachher auch züchten kann und so weiter. Oder ob es dann eben nur darum geht, die Materialien von denen zu bekommen. Ob ich den Chuck noch hole, weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt das Quad gebaut, haben wir im Prinzip auch schon alles, was ich haben will. Also ich denke mal, so Primärfokus wird jetzt erstmal auf den Tieren liegen. Apropos Tier, da ist schon eins. Lauf mal Richtung nach Hause. Weil ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn ich das ins Wasser platschen lasse. Und umgefallen. Oh nein, hoffentlich finde ich das jetzt. Manchmal mache ich echt unüberlegte Dinge, ne? Wird mir jetzt gerade mal wieder so bewusst. Irgendwo hier muss die olle Ziege rumliegen. Da. So, die paar Meter gehe ich jetzt zu Fuß und diesmal werde ich es nicht über dem Schlachttisch in die Scheune reinpacken, sondern direkt da, also daneben irgendwo. Zwar das hinkriegen und dann werden wir auch auf jeden Fall uns erstmal um den Angriff kümmern müssen. Der wird nämlich jetzt jeden Moment reinkommen. Eigentlich auch wieder total doof, ich lasse da gerade einen Haufen Metall durchbrennen, ohne dass was vonnöten wäre. Oh, guck mal. Wir haben wieder ein neues Haustier. Mal sehen, ob das bleibt. Aber jetzt erstmal die Ziege. Die Ziege, bitte sei ein Weibchen.
Jetzt haben wir es reingepackt und es ist ein Weibchen. Wir haben ein Ziegenpärchen. Wunderbar. Ja, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, hier steht ja ausgewachsen. Ich glaube, hoffe, dass man die irgendwie züchten kann. Vielleicht geht das aktuell noch nicht, vielleicht ist das geplant, aber irgendeinen Grund muss es ja geben, warum da ausgewachsen steht. Das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Dann weiß ich ja schon, dass wir von den Hühnern Eier kriegen. Jetzt ist die Frage, was kriegen wir von den Ziegen? Theoretisch müsste das ja die Milch sein, die in einigen Rezepten verlangt ist. Schauen wir mal, was es da so gibt. So, das haben wir. Dann tauschen wir jetzt einmal die Schmiede aus. Bin gerade mal überlegen, ob ich das Schwein da eben noch zerlege. Halubaren rein. Die rein. Die noch rein. Dann habe ich hier irgendwo noch eine Kiste mit dem tierischen Gedöns. Dann das alles rüber. Die Federn können da rein. Die Samen packe ich jetzt mal nach draußen. Das Schwein lasse ich hier, wie gesagt, einfach jetzt rumrennen. Das stört mich jetzt eigentlich nicht. Sonderlich. Wo ist es denn jetzt hin? Noch nichts passiert. Aber das Schwein ist auf jeden Fall noch irgendwo. Irgendwo muss es sein. Ich höre es ja grunzen. So, dann wollen wir neue Metalle reinpacken. Kobalt, Kupfer, Alu ist, glaube ich, nee, Alu war auch noch nicht voll, ne? Dann können wir da auch noch mal ein bisschen was rausholen. Sind wir ja schon wieder fast gefüllt hier. Und noch zwei Eisenbarren könnte ich unterbringen. Da ist das Schwein. So, jetzt habe ich noch vier Plätze frei. Stahl habe ich aktuell nichts. Könnte ich mich aber auch noch mal drum kümmern. Eins und zwei. Und die beiden noch. So, dann lassen wir das laufen. Und für Stahl müsste ich ja nur die Spitzhacke einmal in Angriff nehmen. Hier habe ich unten das Tor zugemacht. Ja, ist alles zu. Okay. Muss ich nur darauf achten, sobald der Lichtwert hochgeht, dass wir dann runtereiern. Ich könnte dich theoretisch jetzt auch noch zerlegen hier, ne? Mit der 4. Ich glaube, du wirst auch böse. Würde ich dich direkt... Komm mal her. Hängt es jetzt in der Tür fest oder was? Scheint so. So, dann legen wir dich jetzt erstmal hier drauf. Ist auch ein guter Plan. Dann lassen wir das Ding da einfach drauf liegen. Hier ist noch nichts. Mal gucken, aber Ziegen, nee, Tiere siehst du da drin immer noch nicht. Schade eigentlich. Was wollte ich jetzt tun? Ja, genau. Ich wollte jetzt einmal rumlaufen und mal gucken, ob wir hier ein bisschen Kupfer auftreiben können. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Respawn-Rate hier in meiner besetzten Höhle arg gesunken ist. Weil ich sehe hier wirklich so gut wie keine Felsen mehr. Oder was natürlich auch gut möglich sein kann, dass die alle unter den Fundamenten sitzen. Dass ich die deswegen nicht sehe. Bleierze. Da wäre zum Beispiel ein Kupfer. Hier ist nichts. Gucken wir mal hier hinten noch. Hier waren häufiger mal welche. Aber sieht tatsächlich nicht danach aus. Ich brauche was zu trinken. Ein bisschen habe ich noch. Los geht's. So, und jetzt müssten wir auch gleich Gesellschaft kriegen. Die nehme ich mir noch mit hier. Funktionierte das? Ich glaube, ich musste... das große Eisenerz nehmen und dann das Bleierz. Ne? Aber jetzt erstmal kurz hier vor die Türe. Ich stelle mich mal wirklich hier ganz hinten in die Ecke, in der Hoffnung, dass die hier auch wirklich bis hierher durchlaufen. Weil hier ist jetzt am besten befestigt. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich tricky werden. Da hinten kommt, glaube ich, was angerannt. Sah zumindest gerade so aus. Vielleicht war es auch einfach nur irgendeine Anzeige. Nee, sah eigentlich so aus. Also da bewegt sich jetzt nichts mehr. Aber gut, kann ja alles sein. Da hinten rennt irgendwas. Das ist aber ein Tier. Ey, die lassen immer auf sich warten, ne, die Viecher. Abgestellt habe ich sie nicht.
Da hinten rennt ein Hühnchen. Ich wette, wenn ich jetzt wieder reingehe, dann kommen sie gleich. Das ist ja verrückt. Warum dauert denn das so ewig? Wow. Jetzt habe ich mich erschreckt. Das hörte sich so an, als würden sie direkt hinter mir stehen. Da kommen sie. Okay, die können offensichtlich hier durchhauen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Haben wir sie? Ich glaube, wir haben sie. Erfolgreich abgewehrt. Sehr cool. Kurz mal verbinden. Beide Beine haben sie mir zerfetzt. Echt? Haltbarkeit von dem Zaun? Hälfte. Okay. Kann ich mit leben. So, dann lass mal looten gehen. Oh, jetzt habe ich mich aber erschreckt. So. Oh, die Ausbeute war jetzt auch nicht ohne, ne? Stahlbarren, Mechanikteile, das nehme ich alles gern. Da rennt das Huhn. Eins könnten wir noch. Um die Eierproduktion da noch mal ein bisschen hochzutreiben. Oh. Das ist aber nett von dir. Das treffe ich ja so gar nicht. Komm, bleib mal stehen, bitte. Und umgekippt. Jetzt haben wir hier noch ein paar Federn, nehmen wir auch mit. Nochmal eine Gurke. Kann durch Betäubung mit einem Betäubungsmittel erhalten werden. Okay, aber Huhn. Steht jetzt Huhn, nicht Hahn. Aber ich weiß nicht, ob bei dem männlichen Huhn Hahn dabei steht. Keine Ahnung. Bringen wir es mal zurück und gucken mal, was passiert. So, wieder die Ausdauer platt gerannt hier. Glaube ich, esse mal ein bisschen Fleisch. Sonst kriegen wir dieses Jahr hier nie wieder in Gang. So, jetzt sollten die Werte aber wieder in Ordnung sein. So, Hühnchen. Da liegt schon mal ein Ei. Weiblich, männlich, weiblich, weiblich. Jetzt haben wir drei weibliche Hühnchen. Erscheint in 52. Okay, also müsste ich jetzt quasi eine Stunde warten, um die Milch zu kriegen. Dann die aktuelle Frage. Zuchttechnisch sehe ich hier nichts. Das Männchen hat auch keinen Timer. Würde es jetzt erstmal so lassen. Wenn wir noch ein paar weibliche Ziegen kriegen, dann holen wir uns die natürlich. Ne, und packen die da noch mit rein. Steinbarren kann ich einmal loswerden. Dann hier diese ollen Steinpfeile, die braucht kein Mensch. Räumen wir hier noch mal ein bisschen was auf. Das kann weg. Die können weg. Dann sind meine Metalle hier, glaube ich, schon wieder alle durchgelaufen. Kann ich die beiden schon mal reinwerfen? Tja, Stahllegierung habe ich leider immer noch nichts. Dann nehmen wir uns hiervon noch was mit. Zack. Ja. Machen wir einmal eine volle Ladung Eisen. Ich weiß zwar noch nicht, wohin mit dem ganzen Kram, aber gucken wir dann gleich mal. Alu geht, Blei geht nicht, Kupfer geht nicht, Eisen ist auch wieder nix und alles wieder leer. So, dann die wieder rüber hier. Den Vierer bitte zurück. Dann gucken wir nochmal hier in die Mühle rein. Oh, die ist leer gelaufen komplett. Da finde ich auch ein anderes System angenehmer. Ne, also der Mike füllt nur diese Kiste hier auf, nicht diese hier. Ich drücke jetzt vorsichtshalber schon mal H, aber sonst habe ich gleich wieder eine Million Tonnen Sand in der Tasche, die ich loswerden muss. So, das Ding läuft wieder und rechte Maustaste und damit laufe ich nicht mehr. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben jetzt reichlich von diesen Metallbrocken, die wir dann in Eisenbarren umwandeln können. Ja, wie gesagt, das Auto muss ich echt mal gucken, inwieweit wir das besorgen werden. Nach jetzigem Stand hätten wir, glaube ich, die Materialien dafür sogar da. Und voll die Kiste. Na super. Nehmen wir eine andere. Hier ist noch Platz.
Schmeißen wir da alles rein. Ne, die Samen kommen nach draußen. Dann gehen wir nochmal hier an die Kisten. Holen uns hier nochmal den Kram raus. Für die nächste Schmelzrunde. Und hier packe ich nochmal Samen rein. So, dann lass uns auch parallel nochmal gucken. Ich müsste mal pennen. Schlafen unbedingt. Wassermelone hat er sich noch nicht gekrallt. Wie sieht es hier mit Nahrung aus bei dir? Das ganze Gemüse ist drin, aber du hast halt kein... Ich glaube, der mag wirklich nur Fleisch, ne? Aber der isst, glaube ich, alles, soweit ich weiß. Also streng genommen müsste ich da sogar so eine Dose reintun können. Hatte mir auch jemand in die Kommis geschrieben. Wenn ich mich da recht entsinne. So, dann packe ich ihm da mal so einen Fruchtsalat rein. Und dann kann ich auch neuen Fruchtsalat herstellen. Aus. Wobei er hat hier nur eine drin, ne? Ja. So, los, dann machen wir nochmal frischen Fruchtsalat fertig. Ernten. Ernten. Zwei Dosen dazu. Und los geht's. Perfekt, dann haben wir die auch noch. Dann packe ich ihm die auch noch da rein. Und dann gehen wir nochmal schlafen. So, hat er auf jeden Fall genug zu beißen. Einmal schlafen. Ist voll. Dann trinken wir nochmal einen Schluck. Ich sehe auch gerade, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ja, da war heute ja recht entspannt das Ganze. Ja, wie gesagt, ich musste mich jetzt auch erstmal wieder reinfinden. Das ist jetzt erledigt. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir da dann, werde ich da ein bisschen vorbereiteter sein. Dementsprechend, nur ich hatte auch, muss ich an der Stelle auch ehrlich sagen, nicht damit gerechnet, dass Fountain of Youth jetzt schon zu Ende ist. Ich hatte da eigentlich noch ein paar Folgen mehr angedacht, aber es ist halt durch. Und dementsprechend hatte ich jetzt hier noch nicht wirklich mir Gedanken gemacht, was wir hier überhaupt machen wollen. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall nachholen und in der nächsten Folge geht das dann in gewohnter Manier einigermaßen sortierend und schon mal Gedanken gemacht, was wir überhaupt machen wollen, auch weiter. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke für die Abos, die Likes und die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.